Am Wochenende ereigneten sich in Bolivien eine Reihe von Busunfällen, bei denen insgesamt über 30 Personen ums Leben kamen und Dutzende verletzt wurden. Dieser gewaltige Brand bei Montero entwickelte sich, nachdem ein Hinterreifen des Doppeldeckerbusses geplatzt war. Aber auch an anderen Orten Boliviens kam es zu schweren Unfällen. Mehrere Menschen starben, als dieses Fahrzeug von der Straße abkam. Eines der Unfallopfer vom Wochenende berichtet, was passiert ist. Ich schlief und kann mich kaum erinnern. Ich bin erst aufgewacht, nachdem der Bus umgestürzt ist. Mein Fuß und meine Hand waren eingeklemmt und ich weiß nicht, wo meine Kinder sind, mit denen ich unterwegs war. In dem Land im zentralen Südamerika haben die fatalen Busunfälle auf den kurvigen Bergstraßen der Anden in jüngster Zeit verstärkt zugenommen.